liebe SVP-Frauen und Männer, liebe Sympathisanten, werte Gäste. Im Namen der organisierenden SVP-Sektion Langenthal und der Mithilfe vom Wahlkreis Oberaargau heiße ich euch recht herzlich willkommen zu dem ersten Wahlanlass im Wahlkreis Oberaargau hier im Haus Bösiger. Liebe Anwesende, der Wahlkampf hat angefangen. Die SVP hat ehrgeizige Ziele und mit vereinten Kräften können wir die erreichen. Aber es braucht alle hier dazu. Die Indikatoren von den Kantonswahlen aus den Kantonen Basel-Land, Zürich, Luzern und Appenzell waren erfolgsversprechend, wenn man das aufprojizieren könnte auf die Wahlen, auf die kommenden Wahlen von diesem Herbst. Bevor ich das Wort der Helene Mockenthaler übergebe, bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als allen, euch allen, liebes Publikum, einen spannenden Abend zu wünschen, gute Laune, ein gutes Essen und nachher interessante Gespräche und ganz am Schluss eine gute Heimkehr. Schönen Abend, merci. Sehr geehrte Damen und Herren Nationalräte, sehr geehrte Herren Altgrossräte und aktive Grossräte, liebe Männer und Frauen im Saal. Es ist unserer Sektion eine Ehre, dass wir diesen Grossanlass durchführen dürfen. Wir sind überwältigt, dass rund 180 Leute heute Abend den Weg hierher an die Lotzwilenstrasse ins Haus Bösiger gefunden haben. Langenthal ist die Perle vom Oberaargau mit etwa 12.500 Arbeitsplätzen, verkehrstechnisch gut angebunden und es soll ja noch besser kommen. Wir haben den Bundesrat und in ein paar Tagen werden wir auch den Regierungspräsidenten stellen. Ich bin gespannt, was heute oben auf uns zukommt. Vor allem auf das Referat vom Nationalrat Albert Rösti, Vorstellung einer sicheren und freien Schweiz. Liebe Männer und Frauen, aber all das wäre nichts und wir wären niemand, wenn ihr nicht gekommen wäret. Danke vielmals. Und wir alle zusammen helfen mit im nächsten Herbst, dass die SVP weiter zulegen kann und dass eben weitergeht auf dem Weg zu einer sicheren und freien Schweiz. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Liebe Frauen und Männer, liebe SVP-Familie, liebe Freunde. Auch ich begrüsse jetzt schon als Dritte heute Abend euch auch nochmal. Und zwar im Namen vom Nationalrat Albert Rösti, seinem Wahlkomitee und von SVP Kanton Bern. Es ist schön, dass es an einem an sich schönen Sommer, Frühsommerabend, einem Samstagabend, so viele Leute sich für Politik interessieren und hierher sind gekommen. Aber jetzt wieder zum Politischen. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum das da noch im Mai, 140 Tage vor den Wahlen, überhaupt so ein Anlass stattfindet. Es gibt eigentlich zwei Beweggründe. Der erste Beweggrund, es soll ein Signal gegen aussen sein. Am Albert Rösti ist es ernst mit seiner Ständeratskandidatur und der SVP vom Kanton Bern auch. Wir wollen einen anderen Kandidaten signalisieren, auch den bisherigen, mit den Anlässen, dass die SVP einen starken Kandidat hat. Und ich glaube, ich tue nicht übertreiben, wenn ich sage, nicht nur einen starken, sondern einen stärksten. Wir wollen den Berner auch signalisieren, dass wir nicht halbe Sachen machen. Euch, liebe Wählerinnen und Wähler, wollen wir Albert Rösti persönlich vorstellen und dass er euch demonstrieren kann, was er auf dem Kasten hat. Das Ziel ist ganz klar. Die SVP Kanton Bern will den Ständeratssitz gewinnen mit dem Albert Rösti. Und wir werden von heute Abend an uns alle dafür einsetzen, dass das so gelingt. Und jetzt bin ich schon fließend in zwei Punkte gegangen. Es gibt einen zweiten wichtigen Grund, warum man das macht. Das Signal gegen innen. Es geht darum, frühzeitig unsere Parteimitglieder, aber auch die Sympathisanten aufzurütteln, einen Ruck zu geben, sie ein bisschen zu motivieren, sie auch ein bisschen zu löken mit der Rösti, sie vielleicht auch ein bisschen zu schöpfen, vielleicht sogar ein bisschen zu jagen, auch mal gegen die Wahlen her, dass sie mithelfen, die Kandidatur zu tragen oder Albert Rösti einen Ständerat zu tragen. Liebe Anwesende, es ging jetzt darum, mit einem kurzen Vorstellen, mit einer kurzen Frage die Kandidierenden, die euch ein bisschen näher zu bringen. So ein bisschen mit etwas aus dem Bereich, wo sie sich beruflich oder politisch vor allem betätigen. Und ich werde jetzt gerade anfangen mit der Person, die heute Abend am weitesten herkommt, nämlich mit dem
Grossrat und Bergbauer Samuel Graber, Präsident der Schweizer Kalbermeister. Und du willst gleich führen. Meine Frage an dich, ich sage auch den Namensvetter, weil wir gleich Vornamen haben. Er ist bekannt als Kämpfer gegen die neue Agrarpolitik. Aber ich will nicht so etwas mehr europapolitisches fragen. Ist eigentlich die ganze EU-Frage oder EU-Beitritt, die bilateralen Verträge, ist das für die Bauern eigentlich auch relevant? Oder ist das mehr für die Industrie und für die anderen Branchen? Ja, werte Albert, werte Frauen und Männer, die Frage ist, glaube ich, gut gestellt. Die Geschichte ist gleich erzählt. Wenn wir in der Landwirtschaft EU hätten, hätten wir auch gleich ausgebaut. Das ist ja so. Und da kann ich noch etwas sagen. Ich war gestern noch der Schweizerische Delegiertenversammlung von der Proviant. Das ist ja der Verband der Schweizerischen Fleischproduzenten und Verarbeiter. Und hat er die folgende Frage gestellt. Im Verschiedenen habe ich gefragt, ob man eigentlich auch etwas mache von diesem Verband aus gegen die Fernsehwerbung. Vegan, alles andere ist Tierquälerei. Ich habe gesagt, das ist eine Frechheit, dass man so etwas überhaupt ausstrahlen und warum man eigentlich nichts macht. Der Rolf Bütiker hat mir dort vom Schweizerischen Fleischfachverband hat mir die Frage wie folgt beantwortet. Er hat gesagt, sie haben sich natürlich gewehrt gegen das. Sie ist in der Schweiz haben sie die Richter befunden, ja, das sei so, wir können die Werbung nicht machen, aber der gute Herr Kessler ist dann mit ihnen bis auf Brüssel. Und zu Brüssel nicht, hat die Richter gefunden, ja, wohl, das ist freie Meinungsäußerung. Das darf man machen. Und wisst ihr, was das Fazit ist von dem? Jetzt wissen wir haargenau, was wir müssen machen müssen. Kein EU-Beitritt kommt für uns, für die Landwirtschaft, einfach sowieso nicht in Frage. Eben, sonst sind wir gleich ausgebaut. Und das Zweite ist, gestern habe ich dann noch gesagt, dann weiss man am 14. Juni die Wahlstimmen bei Bilagsteuer, oder? Ist für mich klar. Kommt nicht in Frage. Merci, Samuel Graber. Jetzt möchte ich von dem, der vom weitesten ist, kommen, zu dem gehen, der vom nächsten ist. Wo dem wieder mehr eine aussenpolitische oder aussenhandelspolitische Frage. Christian Hadorn, Lokalmatador, Unternehmer. Du bist ein Vorstand von Swiss Mechanic. Und die Frage, wie sieht es im Moment aus in dieser mechanischen, metallverarbeitenden Industrie? Wie sieht es aus mit dem Aussenhandel? Und was müsste der gehen, und namentlich von den politischen Rahmenbedingungen, dass es eben wieder besser ging? Liebe Frauen und Männer, ganz herzlich willkommen hier im Oberaargau. Es ist wunderschön, dass wir hier heute Abend so eine grosse Anzahl Leute dürfen hier haben. Die Frage, die du gestellt hast, das ist natürlich als Unternehmer, wo ich schon ziemlich lange in diesem Verband mitarbeite. Für meinen Betrieb oder für unseren Betrieb, wir bekommen den Druck von unten, oder wir importieren Sachen. Dort ist an und für sich sofort die Preisanpassung sofort passiert gegenüber dem Euro. Aber wir haben ganz, ganz, ganz viele kleine und mittlere KMUs, die Metall verarbeiten und die ganz klar von einem Tag auf den anderen 15% Marge verloren haben. Und da haben wir ziemlich schnell mit unserem Verband, erstens mit dem Herrn Rickenbacher, mit dem Andreas Rickenbacher, mit unserem Volkswirtschaftsminister geredet und haben probiert, dass wir Rahmenbedingungen verbessern und können schaffen, dass wir dort etwas ausgleichen können. Aber das könnt ihr nicht einfach wegdiskutieren, die 15%. Und darum, ich will euch sagen, es ist nicht ausgestanden, dass wir sehr viele Klein- und Mittelbetriebe und auch grosse irgendeinmal abwandern, wenn wir hier nicht irgendwie probieren, das wieder zu stärken. Und ihr müsst eins wissen. Schwierig ist, dass wir Rahmenbedingungen haben in der Schweiz für unsere metallverarbeitende Industrie, die sehr, sehr schwer sind, die im anderen Europa viel, viel kleiner sind. Ich danke euch vielmals, wünsche euch alles Gute und einen schönen Abend. Merci, Lokalmatador Christian Hadorn. Als nächstes möchte ich ein bisschen das Feld der kantonalen Politik, und zwar in der Grossratsfraktion. Ich möchte unseren Fraktionschef Peter Brandt bitten. Eben, er ist eigentlich unser Chef im Grossrat. Er muss da 49 andere Grossräte dirigieren, die grösste Fraktion. Peter, du hast jetzt das Metier ein bisschen lernen kennen. Wie wäre das im Nationalrat? Adrian Amstutz ist natürlich ein super Fraktionschef dort, bekannt, renommiert, ist aber auch eine Amtszeitbeschränkung in 3 Jahren. Ist das etwas, was du dir könntest vorstellen? Oder ich frage jetzt vielleicht noch ein bisschen spezifisch auf die kantonale Politik.
Was sind so die Herausforderungen einer Fraktionschef? Was macht das Amt vielleicht besonders interessant, aber vielleicht auch ein bisschen schwierig manchmal? Merci vielmals, guten Abend miteinander. Es wäre gerade ein bisschen stutzig, wenn ich jetzt würde sagen, ich würde gerne Nachfolger von Adrian Amstutz werden. Also das, hat er, das macht er nämlich absolut perfekt. Und wir haben also ein sehr gutes Einvernehmen miteinander. Der Adrian Amstutz kommt normalerweise mindestens einmal pro Jahr oder pro Session in die Grossratsfraktion. Dann tauschen wir uns aus. Von dem her funktioniert das perfekt und ich kann einiges von ihm lernen. Der Samuel Kreibühl hat mir gesagt, sie hat vorhin gesagt, es sind 50 Mitglieder in der Grossratsfraktion. Das ist schon noch so eine Herausforderung. Aber ich mache das scheinbar gerne. Ich bin seit 2008 bin ich Fraktionspräsident und ich kann euch sagen, es Fakt. Und das würde mir ein bisschen fehlen, wenn ich in den Nationalrat käme. Aber auf der anderen Seite wäre der Nationalrat eine Herausforderung, die ich sehr gerne würde annehmen. Als Fraktionspräsident sieht man einiges, wie es läuft in der Politik. Also das ist dann schon noch spannend. Da merkt man dann, wo die Entscheide gefällt werden. Die Entscheide werden eben nicht im Ratssaal gefällt. Das ist in den anderen Parlamenten auch so. Die werden beim Bier gefällt, die werden in der Wandelhalle gefällt, in den Vorbesprechungen gefällt. Aber eben, das merkt man erst recht, wenn man dann vordran hockt und dann mit den anderen Parteien ins Gespräch kommt und sich probieren zu finden. Von dem her ist es noch sehr spannend, das Fakt, und das Fakt auch mit der Grossratsfraktion. Also ich habe kein Problem, Samuel, mit der Grossratsfraktion. Manchmal sind wir nicht ganz alles von Anfang an einig, aber das ist etwa normal. Wir müssen die Lösungen suchen miteinander. Aber die Grossratsfraktion die ist sehr einheitlich, wie sie dann abstimmt, und das ist wichtig. Und nur so hat sie das Gewicht. Von dem her Fakt, ich bin froh, ich bin sehr gerne Fraktionspräsident. Und ich habe Freude an der Fraktion, wie sie jetzt im Moment ist. Merci. Ja, ich kann da vielleicht kurz ein Müsterli erzählen. Es geht natürlich bei uns manchmal auch ein bisschen zu diskutieren intern. Aber es ist schon so, wir sind, muss ich jetzt sagen, wir sind ein Jahr dabei, wir sind ja viel einig, wo wir gar nicht lange müssen diskutieren, wo wir einfach sagen, nein, das gehen wir jetzt wirklich einfach alle gleich. Und es ist dann manchmal interessant, wenn man mit Grossräten von anderen Parteien redet, die also ganz schlimme Verschwörungstheorien, das sind also bei uns so, dass da irgendwie das Parteisekretariat oder der Parteipräsident oder der Fraktionspräsident uns alle einfach diktieren, so müsst ihr stimmen. Und darum sind wir so geschlossen. Aber ich kann noch also bestätigen, das ist also nicht so. Aber da geht also die schlimmsten Theorien um. Was der Peter Brandt im Grossratsfraktion ist, ist natürlich der Werner Salzmann als Kantonalpräsident. Auch er wäre ja auch potenzieller Nachfolger für sein Pendant auf Bundesebene. Der Toni Brunner ist immerhin jetzt schon 7 Jahre im Amt. Werner, könntest du dir das vorstellen? Und vielleicht noch ein bisschen genereller, wie ist so die Situation für SVP Kanton Bern? Siehst du da zuversichtlich auf die Wahlen? Liebe SVP-Familie, auch guten Abend miteinander. Ich bin hoch erfreut, dass so viele Oberaargauer den Weg hierher haben gefunden. Natürlich könnte ich mir das vorstellen, aber es hat keinen Wert, den Toni zu setzen. Jetzt haben wir den besten Präsidenten, den es geben kann für die SVP. Er macht das sehr gut. Wie sieht es aus mit der SVP Kanton Bern? Also, unsere Partei ist in Form, das darf ich sagen. Sonst wären heute Abend nicht 180 Leute hierher gekommen. Eine Partei, die absärmelt, wird nicht besucht bei einem Wahlanlass in dieser Grösse. Für das danke ich ganz herzlich für die Unterstützung. Zweiter Punkt. Ihr habt vorhin von eurem Präsidenten gehört, vom Langenthaler Präsidenten, vom Ralf. Wir konnten durchweg zulegen in den Kantonen. Auch bei den Gemeindewahlen im Kanton Bern haben wir durchweg fast zulegen. Und bei den Grossratswahlen haben wir es sogar geschafft, grösser zu werden als vor der Abspaltung. Wenn wir den Trend weiterfahren und weitersetzen können, dann bin ich überzeugt, dass wir zulegen in den Nationalratswahlen oder Albert Rösti in den Ständerat bringen können. Und der dritte Grund ist, wir besetzen die richtigen Themen. Wir haben einen Zuspruch bei den Asyl- und Einwanderungsfragen zwischen 50-70%. Wir haben einen Zuspruch bei der EU-Frage zwischen 80-90%. Aber bei den Wahlen haben wir nur 30% Anteil. Also haben wir dort noch ein grosses Potenzial, das wir holen können. Ihr seht, was wir im Sinn haben. In diesem Sinn, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Wahlen am 18. Oktober und wünsche euch einen schönen Abend. Jetzt ist mir bekannt, weil ich dort selber dabei bin, Grossratskollege Samuel Graber-Roth, dass du bei der Interessengemeinschaft bist, für einen Windpark zu bauen. Und gleich bist du gleichzeitig auch sehr kritisch gegenüber der bundesrätlichen und mehrheitsparlamentarischen Energiepolitik. Was läuft falsch in der Energiepolitik in der Schweiz? Merci, Samuel. Guten Abend miteinander, auch von meiner Seite. Ich kann ja noch ein paar Worte an euch richten. Darum kurz und bündig. Was falsch läuft in der Energiepolitik?
Der Parlament, Bundesrat und Parlament haben entschieden, aus der Atomenergie auszusteigen, ohne einen effektiven Alternativplan für die Stromversorgung der Schweiz, die heute bei 100% Selbstversorgung ist, können vorzulegen. Und das ist es richtig, ich bin dieser Interessengemeinschaft, und ich schon wollte, dass mich überzeugt hat, da reinzugehen. Nein, wir sind natürlich als SVP durchaus auch dafür, dass man neue Erneuerbare, da wo das möglich ist, baut, zubauen. Auch für uns ist die Atomkraft nicht einfach nur sympathisch aufgrund des Strahlungs- und Unfallrisikos. Aber die Tatsache ist, dass man mit Solarkraft und mit Windkraft, die heute etwa knapp 2% ausmachen an der ganzen Stromproduktion, ihr seht, wie viele Anlagen das schon hat, dass man mit dem niemals wird können die 40% Stromproduktion aus der Atomkraft ersetzen. Wenn wir da jemals auf 10% kommen, dann haben wir schon sehr, sehr viel. Enorm viel. Das braucht schon enorme Anstrengungen. Und das heisst, letztlich tun wir zwar aussteigen, unser Kernkraftwerk nicht ersetzen, aber werden dann einfach auf Import angewiesen sein. Auf Import entweder von AKWs aus Frankreich oder von Kohlestrom aus Deutschland, so wie das heute aussieht. Und man tut einfach auch die Technologieentwicklung in der Kernkraft völlig unterschätzen. Die Forschung wandert im Moment ab auf China. China sind sie im Bau, in der Planung eines Reaktors, der kein Strahlungsrisiko mehr beinhalten soll, gegen raus. Die Forschung ist noch nicht fertig entwickelt, aber wer weiß schon, was in 35 Jahren ist. Und heute sich ins Gesetz ein Technologieverbot schreiben und bereits zu wissen, man ist ja auf das Ausland abgewiesen in der Stromversorgung, sind wir von der SVP als Fraktion der Meinung, das ist falsch. Ohne damit die anzuprangern, die ein Solardach machen oder halt einen Windpark machen. Das hat durchaus Platz, aber es ersetzt nicht voll. Das ein paar Ausführungen. Man könnte relativ lang werden, das ist eine technische Frage. Aber abschließend etwas, was wir kämpfen dafür, ist, dass einmal das Volk über die Energiewende abstimmen kann. Und das ist das grosse Problem. Auch wir würden eine Volksabstimmung. Wenn das Volk eine Mehrheit das wollte, dann soll das so sein. Aber bis jetzt hat nur Bundesrat und Parlament darüber entschieden. Und es ist dermassen einschneidend, dass das Volk darüber abstimmen muss. Und da sind wir seit langem dran am Druck machen. Merci. Der Alfred Bertschi ist Bauer aus dem Emmental. Und Alfred, es ist manchmal heute nicht mehr so lustig, Bauer zu sein, gell? Kannst du vielleicht uns mal sagen, wie sich der bürokratische Aufwand hat entwickelt in den letzten Jahren, und namentlich mit der AP 1417, kannst du uns vielleicht auch sagen, was du möchtest, dort ändern im Nationalrat? Ja, geschätzte Langenthalerinnen, geschätzte Langenthaler, geschätzte Oberaargauerinnen, Oberaargauer, es freut mich außerordentlich hier zu sein. Wir hatten gestern Abend gerade die Klassenzusammenkunft von der Waldhof-Klasse im Jordihof in Mochlenburg, ganz nach vom Krieg und Hadorn, aber ich habe nichts gehört von ihm, aber das war ein sehr gelungener Anlass gewesen. Ich habe noch dazu mal den Waldhof gemacht. Ich habe die Zeit genossen dann noch im Internat und mit dort eine super Zeit gehabt. Und von dort her ganz freundlichen, herzlichen Gruß an Thomas Rovener, der mein Klassenlehrer dann zumal war. Wir haben zufälligerweise immer nachher zusammen in den Grossrat gekommen. Das sind so Geschichten, die das Leben schreibt. Das ist unvergleichlich. Also ich hatte dann Freude gehabt, also wirklich sehr. Jetzt zur Frage. Ich bin stolz und mit Freude Bauer. Und es ist immer noch nach wie vor behaupten, einer von den schönsten Berufen, unabhängig von der Politik. Die Politik macht es manchmal schon ein bisschen, fast ein bisschen durch das Bein stellen. Aber der Beruf an und für sich, ich glaube, viel Schöneres gibt es nicht. Nach wie vor, auch wenn es Veganer gibt, das ist gleich. Wir machen auch Salat und so. Aber nach wie vor bin ich wirklich stolz auf die Ausbildung, die ich dann noch geniessen konnte im Waldhof. Ich bin stolz, Bauer zu sein. Und das, was eben Politik macht, das ist eine rückwärtsgewandte Geschichte. Wir versuchen jetzt, probieren, die Direktzahlungen, die ausgewiesen sind, dass die Landwirtschaft eigentlich müsste bekommen, probieren wir jetzt so in ganz komische Finanzierungsmodelle hineinzubringen, wo niemand mehr begreift, der Bauer begreift es nicht, der Konsument begreift es schon erst nicht. Wieso, dass wir jetzt für einen Weg, wo einen Grünstreifen zwischen sollte Beiträge bekommen oder für einen Stacheldraht, der erst noch gerade ist verboten war. Jetzt gibt es wieder 32 Rappen für einen Laufmeter Stacheldraht. Also da muss ich mich fragen, wo sind wir hier? Also jenseits von Gut und Böse. Und ich hoffe, dass wir das jetzt wieder korrigieren können. Wie kann man das korrigieren? Letztens waren wir ein ganz interessanter Anlass, wo
anderen Lokalmatador von hier, der Bundesmatador jetzt schon fast ist. Herr Schneider-Ammann ist gesehen, das Papier, das A4-Papier aufgehabt, was er alles ändern will, wo man die Landwirtschaft kann entlasten mit Schreibkram. Und dann noch eine kleine andere Notiz. Das ist übrigens nicht nur mit Landwirtschaften so, das ist im übrigen Gewerbe. Ist das nicht besser? Man tut überall immer wieder ein Dokument mehr, das man noch machen muss, für irgendetwas zu produzieren oder für irgendetwas an einem anderen Ort herzuführen, braucht es ein Dokument. Ihr wisst es wahrscheinlich alle noch fast besser als ich. Dann hat er das Blatt aufgehauen und er hätte eigentlich gerne fragen. Es sind einfach nicht so viele Fragen zugelassen hier. Was er dann machen will, wenn er die Massnahmen alle umsetzt, was er mit den führigen Leuten machen will. Ich kann euch sagen, was er wird machen. Oder er kann nichts machen, die Leute werden irgendjemand anders wieder beschäftigt mit anderen Aufgaben, die sie an einem anderen Ort wieder machen können. Also wenn wir dort entlastet werden, kommen hier wieder andere Aufgaben. Und genau gleich wird es in der Wirtschaft gehen. Man tut der Wirtschaft vielleicht nicht mehr das Gleiche entgegenkommen. Dafür macht man an einem anderen Ort, tut man gerade wieder die Zäckchen stellen. Besten Dank und einen schönen Hinweis. Merci, André Bertschi. Franz-Jörg Rüegsegger, Präsident eben nicht mehr von Lobag, sondern vom Berner Bauernverband. Meine Frage an dich, warum ist es gleich noch gerne schön, Bauer zu sein? Und was ist, wo siehst du die Zukunftsperspektive für die Berner und die Schweizer Landwirtschaft? Und was muss gemacht werden, dass sie wieder besser wird, Zukunftsperspektive? Jesse, Frau und Mann, ich bin zwar der höchste Berner Bauer, das habe ich auch nur zu verdanken, indem wir vor 3 Jahren Berner Bäuerinnen und Bauern zu diesem Amt gewählt haben. Und da bin ich sehr stolz darauf, dort dürfen vorzustehen, den Berner Bauern und Bäuerinnen. Es ist so, dass viel berichtet wird über die Landwirtschaft, die Berner und Schweizer Landwirtschaft. Aber ich bin vor etwa 14, 15 Monaten im Grossratswahlkampf mit dem Spruch KMU und Landwirtschaft als Boden oder Grundstein für unsere Zukunft. Und damit bin ich eigentlich bei der Perspektive, müssen alles dran setzen, nicht nur die Leute hier innen, sondern unser gesamtes Umfeld abstimmen, zu wählen, dass wir die Situation verbessern können. Wir sehen, wo die Schweiz hersteuert, nicht nur in der Landwirtschaft, mit dem schönsten Beruf, aber das sagen wahrscheinlich hier innen alle, in dem Beruf, wo sie sind, es ist der schönste Beruf. Also kämpfen wir dafür, für die Rahmenbedingungen. Und es braucht Einsatz, enormen Einsatz, und wir gegenüber der Verwaltung, gegenüber den Leuten, die andere Gedanken gut haben, dass wir dort Mehrheit haben, schlussendlich geht es um das. Und da wollen wir einsetzen, dass das besser wird in Zukunft. Ich hoffe, ihr könnt auch mehr unterstützen und vor allem eben dort mobilisieren, dass viele Leute gehen wählen. Merci vielmals. Ich werde jetzt als erstes Ueli Augsburger bitten, vorzukommen. Er ist nämlich auch Bildungspolitiker. Er war ganz lange in der Lehrlingsausbildung tätig, bei Lobag, der Chef eigentlich von der Lehrlingsausbildung, Präsident Ueli. Ich werde jetzt aber nicht unbedingt nur auf die landwirtschaftliche Ausbildung fokussieren. Ich werde generell auf die Ausbildung und hier auf unser duales Bildungssystem. Du kennst unser Bildungssystem in- und auswendig. Warum braucht es ein duales Bildungssystem? Und was müsste man dort vielleicht noch mehr machen, dass wieder vielleicht mehr Leute Berufslehre machen? Albert, liebe Langenthalerinnen und Langenthaler, ich bin überwältigend, dass so viele da sind. Merci vielmals. Bildung, mein Slogan ist Vertrauen schaffen, Wohlstand sichern, mit Bildung am Puls der Zeit. Das Buch «Warum sind wir so reich?» kennt ihr vielleicht auch, das ist nicht von einem SVP-Politiker, aber es hat sehr gute Züge da drin. Und es geht nicht darum, dass wir die Bildungsgänge gegeneinander aufwiegeln. Einerseits die universitäre Bildung, andererseits das duale Bildungssystem, das wir kennen. Aber es geht darum, Ballast zu finden zwischen diesen beiden Bildungen, dass wir eben unseren Wohlstand auch für die Zukunft sichern können. Dass wir nicht unattraktiv werden für die Jungen, wenn man einen Beruf lehrt und dort eben noch etwas muss arbeiten während der Ausbildung bereits und dann schlussendlich nicht noch mehr muss zahlen, vor allem in der Weiterbildung. Und dort hat man jetzt auf Bundesseite einfach etwas erkannt, dass man dort gewisse Nachholbedarf hat und muss dort eine Gleichstellung machen im Bereich der Weiterbildung vor allem, dass man dort unterstützend wirkt, dass nicht noch viel mehr in die andere Richtung, in die universitäre Richtung gehen, was nicht schlecht ist, wir brauchen auch diese Richtung, aber das duale Bildungssystem, das uns so stark macht, müssen wir schauen, dass wir das in Zukunft stützen können. Und da könnt ihr alle helfen, KMU-Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe eingeschlossen, das sind heute doch kleinere KMU-Betriebe, die dort probieren,
eben die Lehrstellen zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft den Wohlstand hier in der Schweiz geniessen können. Merci vielmals. Gehen wählen am 18. Oktober. Dann schaffen wir den Turnaround und hoffentlich auch den zusätzlichen Sitz. Und der Ständeratskandidat Rösti ist ebenfalls gewählt. Merci. Martin Schlup, er ist namentlich im Sozial- und auch Sicherheitsbereich, Gefängnis, Strafvollzug sehr stark. Ihr kennt ja sicher alle den Fall Carlos, berühmter Fall Sträfling, der das Sondersetting hatte, der schöne Ferien können, schön wohnen. Jetzt Martin Schlup, der ist jetzt Zürich. Guten Abend miteinander. Mal, leider gibt es das im Kanton Bern auch. Eigentlich noch viel schlimmer, nur vorweg die drei teuersten im Kanton Bern. Kosten uns pro Monat, nicht im Jahr, pro Monat über 50'000 Franken. Das war 2013 oder 2014, nicht 2015. Nur zum sagen, das ist echt noch viel teurer als der Carlos. Wir hatten vor kurzem eine Kommissionssitzung vom Grossen Rat. Da sind wir von 5 Sozialtherapeuten echt so berieselt worden, was die Leute alles für Therapien brauchen. Für mich sind das echt einmal, sie haben etwas verbrochen, sonst wären sie nicht im Gefängnis, die müssen Strafe abhocken. Dass man die irgendwann wieder auf das Rausgehen vorbereitet, ist für mich auch sonnenklar. Aber was man dort heute macht, von Anfang an Therapien bis zum geht nicht mehr. Ich habe gefragt, ja, wenn das nicht anschlägt, wenn das nichts bewirkt, hört man den einen auf oder anders gefragt, hat es gegen oben eine Grenze mit den Kosten? Da ist mir gesagt worden, ja nein, dann probiert man etwas anderes, vielleicht spricht er den gleich einmal an und gegen oben gibt es eigentlich keine Grenzen. Ich bin der Meinung, das kann nicht sein. Ich denke, viele von euch kommen. Wir verbrauchen dort sehr viel Steuergelder. Eigentlich, ich sage nicht für nichts, aber für nicht viel Schlaues, was nichts bringt. Und nicht in diesem Ausmaß, ganz sicher nicht. Wir müssen erst sparen bei der Bildung, bei den alten Leuten, bei der Forschung, bei der Wirtschaft. Und das kann einfach nicht sein. Gestern zum Beispiel habe ich wieder gelesen, dass der Kanton Bern ist auch dabei, mit anderen Kantonen, weil sie für die Ausschaffungshaft neue Gefängnisse bauen. 250 Millionen für 125 Platz, das macht pro Platz 500'000 Franken. Ich frage mich, die bleiben ja eh wahrscheinlich nicht lang, was denn die für wunderschöne Zellen haben, wenn da jede Zelle 500'000 Franken kostet. Da muss man sagen, das darf nicht mehr so weitergehen, da muss man aufstehen und sich wehren, für das sind wir nicht bereit, Steuern zu zahlen. Manfred Bühler. Manfred, du bist Regierungsratskandidat gsi, fast gewählt worden, um Haaresbreite nicht, um 400 Stimmen, glaube ich, oder? Jetzt bist du Nationalratskandidat. Es ist noch nicht allzu lange her, da hat ein gewisser Albert Rösti für den Regierungsrat kandidiert. Ist schon ganz knapp nicht gewählt worden, ist mittlerweile Nationalrat, Wahlleiter SVP Deutschschweiz, Ständeratskandidat. Ist der Albert dein Vorbild und wird es mit dir ähnlich weitergehen? Sehr knifflige Frage. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous en provenance du Jura bernois, une autre région du canton comme la Haute-Argovie, qu'on oublie parfois un petit peu. Nous parlons français. Wir können aber auch Deutsch, dank meiner Mutter aus dem Emmental. Habe ich das auch dürfen lernen und habe es bis heute können behalten. Der Albert Rösti ist für mich, ich sage es, eine Art Vorbild. Das ist effektiv so. Ich will jetzt nicht alles nachmachen, weil wir haben ja verschiedene Persönlichkeiten. Das soll auch so sein. Wir haben sicher auch verschiedene Meinungen zu gewissen Punkten. Aber ich glaube, der Albert hat uns aufgezeigt, dass trotz einer Wahlniederlage, dass man weiterfährt, dass man vor allem für die Sache weiterkämpft, für die SVP, für unsere Anliegen in der Politik. Und das ist nicht alltag einfach. Ich bewundere eigentlich unsere Leute im Bundeshaus, allgemein unseren Fraktionspräsident Albert jetzt als Kandidat auch für den Ständerat, dass sie dranbleiben, weil wir es wirklich nicht einfach mit den politischen Gegnern, auch mit den Medien, die uns relativ selten helfen. Wir sehen es auch mit den ganzen Problematiken, die man hat jetzt mit der Masseneinwanderungsinitiative. Da wird eigentlich die SVP immer als die schlechte Partei, die böse Partei hergestellt, die gegen die Wirtschaft etwas hat gemacht mit dieser Initiative. Dabei ist das ein Volksentscheid. Ich glaube, wir brauchen starke Persönlichkeiten, die die Anliegen von unserer Partei vertreten, die auch den Volkswillen vertreten und dass der endlich durchgesetzt wird, sei es mit der Durchsetzungsinitiative, Ausschaffungsinitiative, sei es die Masseneinwanderungsinitiative. Dort hat man noch ein bisschen Zeit, aber für das brauchen wir starke Personen. Der Albert ist jemand. Ich bin auch bereit, alle Kräfte in diesen Wahlkampf und auch in ein Nationalratsmandat zu stecken.
Zuletzt, nicht zuletzt für die Partei, aber auch für meine Region. Ihr wisst, 2011 hat der Berner Jura keinen Sitz mehr gehabt im Nationalrat. Es ist sehr ungesund, die Situation. Wir brauchen jemanden aus dem welschen Teil des Kantons. Le Jura Bernois a besoin de vous voir. Je vous remercie. Und jetzt gleich, Nadia. Du bist eine junge Frau, gut ausgebildet, dynamisch, kompetent, schon lange in der nationalen Politik tätig, jetzt schon 4 Jahre. Fühlst du dich auch manchmal diskriminiert als Frau? Jetzt geht es zu einer Partei wie bei uns, mit den vielen Männern, die nicht für Frauenquoten sind oder so. Oder wie siehst du das? Ja, liebe Frauen und Männer, liebe SVP-Familie, nein, ich habe gar kein Problem damit. Ich fühle mich nicht diskriminiert in unserer SVP-Fraktion. Ich fühle mich nicht diskriminiert in der SVP Bern. Ich bin ja sogar eine, die hersteht und auch öffentlich auftritt, wenn es darum geht, sich gegen eine Frauenquote einzusetzen, was unsere Linken, es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen, Weiber im Bundeshaus die ganze Zeit fordern. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, und zwar als mich, als Person, als das, was anerkannt worden ist von den Wählerinnen und Wählern im Kanton Bern oder in meiner Region, wo ich in den Grossrat gewählt worden bin, dass ich das erreicht habe aus eigener Kraft und nicht, weil ich einfach eine Quotenfrau bin, weil man einfach irgendwo noch eine Frau braucht und die dann noch reingewählt wird, ob sie jetzt kompetent ist und ob sie jetzt das kann und sich für etwas einsetzen oder nicht. Ich bin froh, bin ich keine Quotenfrau. Ich glaube, wenn ich hier als Quotenfrau würde stehen, würde ich nicht hier stehen. Dann wäre ich jetzt daheim irgendwo am Brätl und nicht in der Politik. Wir brauchen hier Frauen, die sich einsetzen für die Sache und nicht, weil sie Frauen sind, nur auf das Geschlecht reduziert. Und ich werde mich auch weiterhin vehement dagegen wehren, wenn man Frauen reduziert auf ihr Geschlecht und auf eine Quote. Ich bin dafür, dass wir gute, starke Leute im Bundeshaus haben oder in der Wirtschaft draussen. Wir wollen die besten Leute, egal wie alt sie sind, egal welches Geschlecht sie haben. Das können die Wählerinnen und Wähler entscheiden, welches es die richtigen Vertreterinnen und Vertreter im Bundeshaus sind. Das muss man nicht via Quote regeln. Ich glaube, das ist der richtige Weg, so wie wir den fahren, der bürgerlich, vernünftig, normal denkende Weg. Merci. Jetzt, nachdem wir den Schlussbuch von Nadia Pirn bei den Nationalratskandidaten hatten, kommen wir beim Ständerat zum Höhepunkt. Der Albert Rösti ist seit 4 Jahren im Nationalrat und er ist richtig durchgestartet. Er war schon x-mal in der Arena, hat sonst schon x Auftritte gehabt, Fernsehen, Radio, Presse. Er ist mittlerweile auch schon Wahlleiter von SVP Deutschschweiz. Er ist, und da bin ich als Thuner auch ein bisschen stolz, schon als Doppelvertretung mit dem ebenfalls Adrian Amstutz, der bei uns aus dem Wahlkreis kommt, zusammen an der Vollwatterwil-Spreche gerade die SVP vertreten, oder Toni Brunner nicht können. Ihr seht, der Albert Rösti ist ein Top-Crack, schon heute in der SVP Schweiz, in der nationalen Politik. Er gilt als seriöser Schaffer, als kompetent, als integer, aber auch humorvoll. Er ist witzig, charmant und unterhaltsam, wie sicher schon einige können feststellen heute Abend. Wenn er vielleicht ein ganz kleines Fehler hat, ist, dass man ihn manchmal ein bisschen überzeugen muss, wenn man an einem Ort ist, dass man vielleicht mal ein Haus weiter sollte. Aber wenn das alles ist, habe ich schon erlebt. Aber ja. Der Albert Rösti ist Agronom ETH und hat auch noch ein Wirtschaftsstudium absolviert. Er war Generalsekretär der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern, kennt auch den Kanton Bern innen auswendig und war Direktor der Schweizer Milchproduzenten. Der Albert wird uns jetzt in seinem Referat seiner Vorstellungen von einer sicheren und freien Schweiz weitergeben. Albert, bitte dir. Ja, Samuel, jetzt hast du gerade ein bisschen Gas gegeben im Rühmen. Das setzt dem ein bisschen unter Druck, aber ich probiere diesem Druck das Beste an, werte Frauen und Männer. Meinerseits besten Dank, dass ihr heute am Abend seid hierher gekommen, nicht nur für mich, sondern noch für die anderen Nationalratskandidatinnen und Kandidaten. Wahlkampf ist ein Mannschaftssport. Wahlen gewinnen wir nur, ob Nationalrat oder Ständerat, wenn wir alle zusammen mitmachen. Wir sind einfach die Redlerinnen, die dürfen für das Rednerpult stehen. Aber es sind alle gleich wichtig hier. Und ich möchte euch wirklich recht herzlich danken, dass ihr so zahlreich hierher sind gekommen. Das ist eigentlich der Sinn von diesen Anlässen, dass wir es hier können dürfen präsentieren und es hoffentlich natürlich auch überzeugen, dass ihr es dann wählt.
Ja, geschätzte Frau Stadtratspräsidentin, liebe Helen, Herr Stadtpräsident, geschätzter Thomas, Herr Parteipräsident, Werner Salzmann, Sektionspräsident, werter Rolf, liebe Kollegin Nadia Bieren aus dem Nationalrat, werter Fraktionspräsident, geschätzte Grossrätinnen und Grossräte. Ich danke euch vielmals, dass ihr mir hier ein Zeitchen Aufmerksamkeit schenkt für ein paar Ausführungen. Es ist hier heute für mich schon bei dieser Anzahl, ich tue mich wiederholen, aber ich muss das noch einmal sagen, bei 180 Leuten für eine Wahlveranstaltung, wo ich sage, es geht ehrlich, manchmal ist man zufrieden, ist, wenn 30 kommen, ist das schon eine tolle Leistung, die nicht wir hierher gebracht, sondern die, die das organisieren. Die Helene Morgenthaler, der Ralf Burlo, ich hoffe, ich sage alle, der Ueli Iseli, es hat alle noch andere im Hintergrund. Aber das ist ihre Leistung, ihre Werbung. Tut ihnen einen tollen Applaus spenden, bevor ich weitergehe. Jetzt aber eigentlich zur Sache, geschätzte Anwesende, zum Inhalt. Ich setze mein Referat unter den Titel Unabhängigkeit und Sicherheit. Und ich möchte anfangen, ist unsere Freiheit in Gefahr? Ich frage die, stelle diese Frage öppe. Und wenn wir jetzt hier sind, wir selber alle ziemlich einig, was die Antwort darauf ist. Aber gerade die anderen Parteien sagen oft, die SVP ist eigentlich zynisch, die tut alles schlecht reden. An der Schweiz geht es am besten, ist nie so gut gegangen wie heute. Wir sind der wettbewerbsfähigste Standort. Gerade auch hier in Langenthal mit Designindustrie und Exportindustrie. Es geht doch allen recht gut. Es gibt vielleicht Einzelne, die auch Probleme haben. Aber es geht allen sehr gut. Und die SVP tut dann gegen alles in Frage stellen. Auch geschätzte Frauen und Männer, wenn wir schauen, was in den letzten 3 Jahren im Parlament war, oder vielleicht in den letzten 7, ich glaube, auf Kantonsebene können es Grossrätinnen und Grossräte hier beurteilen, ich kann es auf Nationalebene beurteilen, dann geht es uns heute nicht so gut, dank dem, was wir gemacht haben in den letzten Jahren. Wir haben einen klaren Mitte-Links-Rutsch von Parlament und Bundesrat. Insbesondere Bundesrat, der natürlich sehr viel kurzfristig über Verordnungen steuert. Das, was das Parlament macht, das geht ein bisschen länger. Und wir tun die maßgeblichen Werte der Schweiz, die die Freiheit und die Sicherheit ausmachen, tun wir heute in Frage stellen. Das wichtigste Wert ist für mich die direkte Demokratie. Wenn wir Abstimmungen, wo wir eine Mehrheit haben, über 50%, auch wenn es mal knapp ist, nicht mehr umsetzen nach dem Volkswillen. Und ein Theater machen, ob man das jetzt umsetzen will, ein Jahr lang nichts machen, beziehungsweise sagen, es braucht eine zweite Abstimmung, dann hält das die direkte Demokratie aus. Dann muss man nicht verwundern, dass ganz viele Leute am Stammtisch, die eigentlich uns wählen, die gleicher Meinung sind, auch bei uns sagen, ja, nützt es denn noch etwas, zu wählen. Dann müssen wir uns nicht verwundern, dass bei Zürcher Kantons- und Regierungsratswahlen, bei uns ist es ein bisschen länger her, aber nicht viel anders, eine Stimmbeteiligung ist für noch 30%. Während sich andere in dieser Welt in Kugelhagel werfen, dass sie mal abstimmen in ihrem Leben und selber bestimmen können, stellen wir die direkte Demokratie in Frage. Nicht anders ist es mit der Sicherheit, wenn wir feststellen, dass die Armee einer der einzigen Bereiche ist, neben der Landwirtschaft noch, wo rückgängige Budget hat. Armee noch stärker als die Landwirtschaft. Im Unterschied zu allen anderen Bereichen und die Welt ist bei Gott nicht sicherer geworden. Darum haben wir Angst, gerade von unserer Fraktion, und betonen das auch, dass wir eine schleichende Verschlechterung haben von unseren Standortbestimmungen, weil die zentral bürgerlichen Werte, Unabhängigkeit und Sicherheit heute aus einer Selbstverständlichkeit heraus, weil sie einfach da sind, für die Zukunft nicht mehr gleiche Beachtung haben. Und um eine Wende zu geben, wollen wir natürlich alles daran setzen, dass es in den Wahlen die Wende gibt. Dass wir heute das Mitte-Links-Parlament ist, das ist vor allem von der Mitte, haben wir vor allem den Mitte-Parteien zu verdanken. Sagen hier BDP, GLP, aber auch CVP, die ganz viel mit der SP abstimmen. Und hier ist wichtig, dass wir eine Wende herbringen. Wir haben darum auch probiert, Listenverbindungen mit der FDP zu machen. Das ist ein Leider. Nicht wegen unserer Seite, aber wegen der anderen Seite tut es das nicht genügend gelingen. Aber klar ist, es braucht mehr klar bürgerliche Werte. Es braucht mehr SVP, es darf auch ein bisschen mehr FDP sein. Aber dann werden wir eine Wende herbringen. Wenn wir nur 5 bis 10 Sitze im bürgerlichen Lager, natürlich am liebsten in der SVP, das ist klar. Ich sage jetzt im bürgerlichen Lager,
auf die andere Seite bringen, werden wir ganz viele Abstimmungen um mich kehren können, wo sie falsch gegangen. Ein Beispiel ist auch die Energiewende, die unsägliche, die Samuel Krähenbühler vorhin hat eine Frage gestellt. Wie wollen wir die Wende herbringen? Wir wollen die Wende herbringen mit einem schweizweit inhaltlichen Wahlkampf. Der darf moderat sein, der muss nicht angriffig sein im Sinne von, dass wir eben mit den Wählern, die wir vielleicht den einen oder anderen vergrault haben, dass wir den weiter vergraulen, sondern dass wir den auch zurückgewinnen. Und zwar inhaltlich, aber inhaltlich, wenn ich sage moderat im Ton, aber klar in der Sache. Und klar in der Sache haben wir drei Ziele, die wir setzen. Wir wollen mit drei Zielen die Werte aufrechterhalten, die ich jetzt ein bisschen ausführen will. Das ist, wir sind erstens, stehen wir ein für die Unabhängigkeit, das ist das wichtigste Ziel. Ganz generell, aber insbesondere auch gegen eine weitere Annäherung an die EU, gegen einen schleichenden EU-Beitritt. Wir wollen als zweites einstehen für eine konsequente Ausländerpolitik. Wenn man etwas an der SVP gut hat, dann ist, dass sie da in diesem Bereich wirklich etwas versteht und auch Lösungen anzubieten hat. Das ist gegen bei Umfragen ist das bekannt. Aber wir sind hier Minderheit im Parlament und Bundesrat. Und der dritte, nicht minder wichtigste Zielsetzung, ich denke gerade auch für die Region hier, wo ich wie gesehen habe, auf einen guten Industriestandort, das starke Industriestandort ist und muss bleiben, ist der Einsatz für tiefe Steuern, Gebühren und Abgaben, dass wir nicht KMU, unsere Betriebe, auch die Landwirtschaftsbetriebe, die Familie ging mehr mit Abgaben belasten. Weil die Formel ist ganz einfach, das ist die erste Lektion Ökonomie, wenn ihr mehr müsst Steuern zahlen, bleibt weniger für die Investitionen und für den Konsum, und dann läuft die Wirtschaft langfristig schlechter. Und da will man auch dafür einsetzen. Gegen einen schleichenden EU-Beitritt, für eine konsequente Ausländerpolitik, für tiefe Steuern, Gebühren und Abgaben. Lass mich hier ein bisschen Brennpunkte, die sich vielleicht in diesem Abstimmungspunkt ergeben, zu diesen drei Punkten ausführen. Zuerst gegen einen schleichenden EU-Beitritt. Auch hier um mich. Die anderen Parteien verschwiegen im Moment das Thema EU. Die SP, die der EU-Beitritt im Programm hat, hat nicht einmal in den Zielsetzungen für die Wahlen sieht sie irgendetwas über die EU. Die will das verschwiegen. Ganz einfach, weil sie wissen, in Umfragen etwa 15% der Bevölkerung würden heute am eigentlichen EU-Beitritt noch zusagen. Und das ist ganz einfach, man sieht, es will ja gar niemand in die EU. Das, was die SVP im Moment diskutiert und zum Hauptthema macht, das ist gar kein Thema. Es ist sehr wohl ein Thema, nämlich hinter den Kulissen. In dem, dass, das sage ich vielen von euch, die sich um Politik kümmern, auch nichts Neues, in dem, dass der Bundesrat mit Brüssel, mit der Kommission, mit der EU-Kommission verhandelt über ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU. Das institutionelle Rahmenabkommen würde heissen, wenn das, wie die heutigen Eckwerte, die bekannt sind, wenn das verabschiedet wird, würde das heissen, überall da, wo wir einen Vertrag haben mit der EU, werden wir, wenn die EU ihr Recht anpasst, was der Vertrag betrifft, Landwirtschaft haben wir vorhin gehört, Landverkehrsabkommen, was alles gibt. Wenn die EU ihr Recht anpasst, würde automatisch auch das Recht, das im Schweizer Vertrag ist, anpasst. Wir haben 160 Verträge seit der Zusammenarbeit mit der EU. Da sind natürlich ganz viele Lebensbereiche, die betroffen sind. Und wenn wir in all diesen Bereichen plötzlich nicht mehr können mit Parlament und Bundesrat das Volk das letzte Wort hat, sondern einfach müssen sagen, das EU-Parlament oder der EU-Ministerrat hat beschlossen, die Verträge in der Schweiz werden angepasst. Dann verlieren wir natürlich massiv Unabhängigkeit, auch wenn wir dann noch nicht bei der EU sind. Und dann könnten wir, wenn das ist, so weit ist, müsste man sich dann bald tatsächlich fragen, ob man dann nicht gescheiter beitritt. Die heutigen Experten sagen, dass, wenn man das institutionelle Abkommen, wie es aufgelöst ist, beurteilt, ist weit geht das weiter als der damalige europäische Wirtschaftsraum, EWR, wo wir, glaube ich, im Rückblick jetzt, wie es der Wirtschaft ist gegangen, richtigerweise dann zumal hier abgelehnt. Darum ist das der erste Kampf gegen schleichenden EU-Beitritt, weil es eben im Hintergrund ist und weil es eben schleichend ist, weil man gar nicht merkt, was eigentlich abgeht. Und dann kommt die Diskussion natürlich im Zusammenhang, ich gerade müssen gucken, ob da mir jemand irgendjemand an das Maschinengewehr installiert ist. Es hat schon ein bisschen geklettert. Aber wir sind froh, geschätzte, werde ich nicht, dass sie über euch lachen, wir sind froh, wenn ihr ein bisschen Luft reinlässt. Geschätzte Anwesende, dann kommt natürlich die Frage, will
Die EU will den institutionellen Vertrag, indem sie sagt, wenn ihr den nicht unterschreibt, tun wir keine bilaterale Verträge mehr abschließen und das ganze Päckchen als solches, wenn wir die auch noch wollen, über die Personenfreizügigkeit neu verhandeln, als solches in Frage stellen. Und hier haben wir einfach eine grosse Differenz mit der, sag jetzt, Wirtschaftselite, mit der ganzen Polit-Establishment außerhalb der SVP, die im Moment die Bilateralen sehr überhöht darstellen und quasi sieht, das ist der Wohlstand der Schweiz. Entweder geht ihr den Weg der SVP, der Isolation, oder ihr tut die Bilateralen aufrechterhalten. Und dieser Gegensatz, und das ist das Zentrale im Wahlkampf, den wollen wir nicht machen, weil wir der Überzeugung sind, dass es diesen Gegensatz für die EU nicht gibt. Klar sieht die EU heute, weil ich das institutionelle Abkommen. Klar sieht sie, wir wollen keine Veränderung des Personenfreizügigkeitsabkommen. Aber jetzt ist ja die Frage, was passiert, wenn wir gleich sagen, das Personenfreizügigkeitsabkommen, da müssen wir eine Änderung haben, ich komme dann noch drauf im zweiten Teil. Aber wir stehen zu den Bilateralen. Die SVP hat noch nie gesehen, das seht ihr auch von unseren Exponenten, noch nie gehört, dass wir generell gegen die Bilateralen sind. Das dürfen wir nicht. Das ist auch für unsere Wirtschaft wichtig. Aber wenn wir jetzt schauen, welcher maßgeblichen Bilateralen das da sind, dann ist natürlich auch für die EU hier ein maßgebliches Interesse und wir sind überzeugt, dass auch die EU niemals Interesse haben an der Schweiz. Wir haben natürlich mit unserer zentralen Lage grosse Vorteile, einfach die Bilateralen zu künden und dazu nur kurz durchgehen. Weil das macht nämlich niemand. Man sieht einfach, die Bilateralen sind ganz wichtig für die Schweiz. Aber was ist denn? Es ist das Landverkehrsabkommen. Das heisst, freie Durchfahrt durch die Schweiz und entsprechende Regelung von der EU. Ja, die EU kann doch unmöglich ein Interesse haben, das Abkommen mit der Schweiz zu künden, was der Schweiz Freiheit würde geben, zusätzliche Steuern, zusätzliche Abgaben für die freie Durchfahrt durch Gotthard oder durch den Lötschberg zu erheben. Das kann nicht im Interesse von der EU sein. Das Luftverkehrsabkommen, der freie Zugang zu den Flughäfen, glaube ich, ist der EU oder besonders Deutschland, der Lufthansa, wo die Tochter ja Swiss ist, auch nicht, kann auch nicht im Interesse sein von ihnen, dass man das einfach aufhebt. Wir haben ein Abkommen über die technischen Handelshemmnisse und das ist sehr wichtig auch für unsere Wirtschaft, dass wir nicht aneinander Steine in den Weg legen. Aber gerade auch das Abkommen muss die EU, die sehr viel in die Schweiz importiert, genauso ein Interesse haben wie die Schweiz. Und hier kommt noch dazu, das vergisst man, man tut gegen so, dass wenn man die Bilateralen würde können, hat man das Gefühl, es gäbe da irgendwie eine Mauer um die Schweiz um, mit Zöllen, mit zusätzlichen Vorschriften. Tatsache ist aber, dass alle EU-Länder, wie auch die Schweiz, mittlerweile natürlich der Welthandelsorganisation, der Vertrag, der damalige GATT-Vertrag, weiterentwickelt haben. Und da hat man all das übernommen, die technischen Handelshemmnisse, sodass man keine Zölle darf aufbauen darf. Also auch da könnte man nicht einfach beliebig kehren. Nein, ist das Forschungsabkommen und vielleicht der Studentenaustausch. Also Forschung zahlen wir sehr viel an die EU, natürlich in Milliardenbeträgen, im einstelligen Milliardenbeträgen jährlich. Auch hier hat ja der Herr Schneider-Ammann hier von Langenthal bereits verkündet, der Bundesrat, dass man eine Lösung gefunden hat. Und Studenten sind nie so viel austauscht worden wie im letzten Jahr. Es sind nie so viele Studenten in die Schweiz gekommen und umgekehrt rausgegangen, wie nach dem 9. Februar nach der Personenfreizügigkeit. Also damit will einfach die ganze Situation von diesen Bilateralen nicht verharmlosen. Gar nicht. Es würde Probleme geben im technischen Bereich. Aber ich will damit sagen, es kann auch nicht im Interesse der EU sein. Und ich bin darum überzeugt, wenn wir bei Massenzuwanderung, bei Personenfreizügigkeit, einerseits das institutionelle Abkommen nicht will, das ist eine kleine Geschichte, das ist einfach, wir wollen nichts Neues. Und auf der anderen Seite, Personenfreizügigkeit neu verhandeln, wird es irgendwann zu einer Lösung kommen. Weil die EU kann nicht das Interesse haben, einfach die Beziehungen abzubrechen. Aber man muss natürlich mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein, nicht überheblich, aber mit Respekt die Probleme zeigen. Und damit kommen wir zum zweiten, ebenso wichtigen Punkt, konsequente Ausländerpolitik. Und das ist direkt mit dem verknüpft. Wir sind fester Überzeugung, dass nicht möglich ist, in diesem Land jährlich 100'000 zusätzliche Leute aufzunehmen. Jährlich 100'000. Das ist eine Zuwanderung, die fast fünfmal so gross ist, wie in allen anderen EU-Ländern.
bei einem Ausländeranteil, der notabene bereits bei fast einem Viertel, bei 23% ist. Jetzt habe ich die letzten Referate alle gesehen, fast viermal so gross, jetzt fünfmal, falls jemand das schon gehört hat. Es ist so, die letzten Jahre hatten wir eine Zuwanderung von 80'000 Leuten jährlich. Jetzt haben wir im ersten Vierteljahr bereits 25'000. Also das gibt innerhalb von einem Jahr, wenn das so weitergeht, haben wir dann 100'000, die jährlich zuwandern. Jetzt, wenn die 100'000 tatsächlich alle in die guten Branchen kommen, die ja so viel Wertschöpfung geben, wäre das gut. Aber leider ist es so, dass 50% sind nicht Leute, die in eine Arbeitsstelle einwandern. Das ist zum Teil Familiennachzug. Aber andererseits auch viele Leute, die eben direkt irgendwo von den Sozialwerken angezogen werden, von unseren sehr hochstehenden und gut ausgebauten Sozialstaat. Und das wird letztlich eine Belastung geben für uns alle, wo wir so nicht ertragen, rein schon infrastrukturmässig. Gut, jetzt kann man sagen, das ist eine Wertefrage. Ob muss der Schweiz das New York machen? Aber ich glaube, wenn wir die letzten Entwicklungen sehen, ist ja die Frage, ob man diesen Leuten längfristig aller Arbeitsplatz hat. Und es gibt heute eine zunehmende Arbeitslosigkeit von Leuten, die über 50-jährig sind. Ich komme jetzt gerade in das Alter, das macht ja schon mir bald Angst, wenn mich dann niemand wählt, weder in Ständerat noch in Nationalrat. Nein, Spass beiseite, das ist doch ganz etwas Schlimmes, oder? Wenn ein 50-Jähriger, kürzlich jemand bei mir war, was kann ich machen? Eine gut ausgebildete Person, aber die in einer Branche ist, die jetzt einfach nicht mehr so gefragt ist, hat dann Mühe, in eine andere Branche zu kommen. Ich will nicht schwarz malen, wir haben eine Arbeitslosigkeit von 30%, in der EU ist sie 10%. Aber das ist auch einer von diesen Werten, die wir erhalten müssen. Oder mit, nochmal, wir sagen nicht keine Zuwanderung, sondern eine Zuwanderung steuern und entsprechend vor Wirtschaft. Wir sind gefragt worden, wie viel wird er denn? Wie viel wird er denn? Ja, im Moment, wenn die Hälfte in eine Stelle einwandern, kann ich euch das sagen, dann ist es vielleicht die Hälfte. Dann macht die Hälfte Sinn. Aber wenn die Wirtschaft plötzlich bach abgeht, braucht es vielleicht weniger, vielleicht braucht es auch mal mehr. Der Arbeitskräftemangel, der hergeredet wird, der gilt es ernst zu nehmen, aber da müssen wir, wie vorhin gesehen worden, natürlich auch bei unserer Ausbildung ansetzen, dass wir die entsprechenden Leute ausbilden. Aber es ist nicht so, dass da Tausende von Ingenieuren und Ärzten und Herzchirurgen und was man alles sieht, einwandern. Das sind ein paar Tausend von denen insgesamt etwa 100'000. Und diese Zahl ist einfach wichtig, dass man die auch darstellt. Es ist auch nicht eine Ausländerfindlichkeit, wie man ja der SVP gerne jemanden unterjubeln will. Letztlich sind die 1,2 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger hier geschätzte Leute. Aber es ist auch ein Schutz von ihren Arbeitsplätzen. Und gerade auch in diesem Zusammenhang muss ja die EU ein Interesse haben, dass der Wirtschaftsstandort eben stark bleibt und nicht aufgrund von wachsenden Sozialkosten der muss ausblüten. Darum ganz wichtig für uns, wir sind sehr enttäuscht, was hier vom Bundesrat ist, kommt jetzt als Resultat. Es sind ja ziemlich alle enttäuscht, in die eine oder andere Richtung. Aber dass der Bundesrat mehr oder weniger öffentlich sieht, wir tun die Initiative, die eine Mehrheit hat gefunden im Volk, nur mal umsetzen, wenn die EU bereit ist, das Personenfreizügigkeitsabkommen anzupassen. Das ist ja eine Kapitulation. Und das steht im Artikel so. Das ist doch Kapitulation vor dem Verhandlungspartner. Der Kompromiss steht am Schluss und nicht am Anfang. Und hier ist er schon am Anfang, dass sich da niemand von den EU-Ministern, mal örtlich hat sich ein italienischer Minister sogar geäussert, man müsse hier auf die Schweiz entgegenkommen. Aber dass die EU als Gesamt seiner offiziellen Mission natürlich zurückhaltend ist, das ist selbstverständlich. Der zweite Punkt im Ausländerrecht ist nicht minder wichtig aus unserer Sicht. Wir haben erhöhte Kriminalitätsraten im Ausländerbereich, namentlich auch gerade unter den Asylanten. Und die Schweiz hat ja die Ausschaffungsinitiative angenommen, hat die angestoben, dass kriminelle Ausländer müssen ausgeschafft werden. Hier hat das Parlament den einen Knick gemacht gegenüber Völkerrecht, weil das Völkerrecht sieht, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss. Und das Parlament, der Bundesrat und das Parlament jetzt in einer Mehrheit sieht, auch weiterhin muss jemand, auch wenn er kriminell war, zuerst von einem Richter beurteilt werden, ob jetzt in Ausschaffung zulässig ist, verhältnismäßig oder nicht. Und das ist einfach nicht das, was das Volk hat abgestimmt. Da kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein.
Aber damit werden weiterhin relativ wenige Ausschaffungen von kriminellen Ausländern passieren, mit entsprechend Kostenfolgen. Die SVP hat darum die Durchsetzungsinitiative, die nächstes Jahr zur Abstimmung kommt. Da haben wir ja die Mehrheit. Und das ist nichts anderes. Wir haben einfach den Gesetzestext, den eigentlich das Parlament hätte sollen verabschieden, der dem Volkswillen entspricht, eben ohne die Verhältnismäßig. Wir haben einfach diesen Text in einen Verfassungsartikel gefasst. Würde quasi, wenn wir die Initiative annehmen, praktisch einen Gesetzestext, was ein bisschen außerordentlich ist, in die Verfassung schreiben, dann braucht das Parlament gar kein Gesetz mehr zu machen. Das wird irgendwann nächstes Jahr kommen. Ich bin eigentlich zuversichtlich auf die Abstimmung. Wir hätten sie gerne vor den Wahlen gehabt, ehrlich gesagt, aber das hat man politisch, in der politischen Planung geschickt gewusst, hindert zu verschieben. Eine konsequente Ausländerpolitik ist nicht gegen die Ausländer, sondern es ist zum Schutz von denen, die da sind, und vor allem zum Schutz von denen, die aus humanitären Interessen, weil sie ja Leib und Leben verfolgt sind, müssen kommen. Wenn wir aber 30'000 Asylanten und Asylantinnen haben, jährlich, die jetzt in die Schweiz kommen, gegenüber noch vor ein paar Jahren 10'000 und ganze Haufen Wirtschaftsflüchtlinge, dann haben wir ähnlich nicht wegen der Bereitschaft der Bevölkerung noch die Mittel, die aufzunehmen, die es wirklich könnten brauchen. Und darum sind wir hier konsequent, auch mit den entsprechenden Anfindungen, die wir manchmal müssen, über uns gehen müssen. Wenn ich aber höre, dass wir mit dem gleichen Geld, das wir hier Asylanten betreuen, im Libanon, wo die Flüchtlingslager sind von Syrien, die nicht ein paar Hunderttausend sind, sondern Millionen, könnten 200 helfen, vorübergehend, dann ist die Forderung, glaube ich, genug begründet von der SVP, mehr Hilfe vor Ort, mehr Hilfe mit der Entwicklungshilfe. Und ihr habt vielleicht gelesen in den Inserat, ich hoffe, ihr habt es gesehen, vielleicht nicht überall, wir haben Inserat geschaltet von der SVP Schweiz und seht, die ganze Asylpolitik kostet 6 Milliarden, 10% vom ganzen Bundeshaushalt. Und eigentlich müssten da die Linken aufheulen und müssten die Hölle Sache geben. Weil wir haben die Entwicklungshilfe zum Asylbudget dazugezählt. Zwar ganz einfach, weil wir sagen, Entwicklungshilfe ist ja Hilfe vor Ort und das sollte es nicht die Riesenströme geben, aber es gibt sie trotzdem. Das könnte man fachlich vielleicht sogar noch hinterfragen. Aber wir wollten eine Diskussion auslösen. Merkt ihr etwas im Hinblick auf den Wahlkampf? Es will niemand mit uns das Thema diskutieren. Und darum müssen wir dranbleiben und genau diese Punkte, ob Ständeratswahlkampf, Nationalratswahlkampf, aufzeigen, für unsere Leute zu mobilisieren, die sehen, für unsere Nachkommen, für unser Land ist das ein wichtiger Punkt. Und abschließend, und das muss ich etwas schneller machen, sonst wird bald die Rösti Brunnen oder euer Magen knurren. Aber wenn ich es ein bisschen kürzer bringe, ist es nicht minder wichtig, ein internes, wirklich ein Wirtschaftsthema, dürfen Steuern, Gebühren und Abgaben. Wir haben zwei Abstimmungen, da könnt ihr alle schon dazu beitragen. Erbschaftssteuerinitiative und das Fernseh- und Radiogesetz. Ich bitte euch wirklich, das sind schlichtweg zwei neue Steuern. Tut das ablehnen. Es ist ganz wichtig, man ködert euch mit dem Fernsehgesetz, dass der 60 Franken pro Familie mehr kostet. Dafür müsst ihr, wenn ihr in einem KMU seid, mit über 500'000 Umsatz, und das ist noch gerade einmal der Fall, müsst ihr auch die Steuer zahlen. Und niemand sieht, was in 2-3 Jahren die Bilaggebühr kostet. Gar niemand. Und man hat am Bigler, am Rudi Bigler, am Hans-Uli Bigler, am Direktor des Gewerbeverbandes, vorgeworfen, dass er die Kampagne unlauter arbeiten, wenn er sagt, es kostet 1'000 Franken in ein paar Jahren. Das sei nie so. Frau Le Bundesrätin Leuthard hat ja sehr kritisch reagiert, logischerweise. Aber er hat eigentlich nichts anderes gemacht, als einfach geguckt, wie es die Entwicklung war von BILAG in den letzten 20 Jahren. Und hat den Strich gezogen und den einfach weitergezogen auf die nächsten 10 Jahre. Und dann ist er eben genau auf die 1'000 Franken gekommen. Kann man sagen, das ist Milchbüchlein-Rechnung. Aber die Tatsache, dass die jetzt gestiegen ist, und wenn wir sehen, was die Fernseher für Projekte haben, ist das befürchtet. Darum hier könnt ihr selber einen Beitrag leisten. Im Parlament haben wir einen Riesenauftrag, Beitrag zu leisten für die Steuern. Wir sind Nadja Wesens laufend dran, neue Gesetze, neue Finanzdatbestände schaffen, die einfach mehr kosten. In den letzten 20 Jahren einzig eine Verdoppelung vom Bundesbudget und nur vom 14. auf 17. Erhöhung um 3 Milliarden, von 64 Milliarden auf 67 Milliarden. Ihr wisst, dass wir einen Pakt geschlossen haben.
also die Parteipräsidenten, Parteileitungen mit den bürgerlichen FDP, CVP, SVP. Und ich wollte das Budget auf das 14 eingefroren. Aber leider ist das CVP ausgewichen in der letzten Session. Und wir haben keine Mehrheit gefunden. Und das ist genau das, was ich gesehen habe. Es braucht für hier wirklich die Stabilität von Einnahmeausgaben anzusetzen. Braucht es die bürgerliche Mehrheit, die wir nicht mehr haben im Parlament. Und es ist ganz einfach, wenn die Einnahmen weiter, wie sich jetzt droht, zurückgehen, dann werden wir auf Bundesebene, wie wir das im Kanton x-mal erlebt, rote Zahlen schreiben und dann werden automatisch letztlich die Steuern steigen, weil irgendwo muss man das Geld einnehmen. Und da gibt es ganz viele Bereiche, wo man jetzt könnte praktisch über jeden Bereich politisieren. Die Landwirtschaftspolitik mit ihren vielen Vorschriften, die heute das Departement selber sieht, müssen wir ein bisschen zurückfahren, ist ein Punkt. Aber die Energiepolitik, das ganz zum Schluss, ist ein anderer, wo eine unsägliche Menge an Vorschriften und Abgaben auf die Energieverbraucher zukommt. Insgesamt, also mal ausgerechnet, kommt da eine Belastung von etwa 3'000 Franken an zusätzlichen Abgaben und Steuern pro Haushalt, wenn das Konzept vom Bundesrat, wie es im Moment skizziert ist, durchkommt. Aber darum ist wichtig, dass wir am Schluss eben noch abstimmen können. Zuerst wird aber gewählt, bevor es dann nach dem Juni weitere Abstimmungen gibt. Und ihr könnt mit dazu beitragen, dass wir in diese Richtung. Gestern hat mir jemand gesehen, wenn du nur die Hälfte erreichst, ist schon gut, was du da vorher erzählt hast. Wir sind uns bewusst, wir sind in einem Mehrparteiensystem, das soll auch so sein. Aber auf die Wahlen her, wollen wir diese drei Punkte gegen einen schleichenden EU-Beitritt, konsequente Ausländerpolitik für tiefe Steuern, Gebühren und Abgaben mit diesen Begründungen vertreten und hoffen, dass wir unsere SVP stärken können, damit das Parlament und am Schluss selbstverständlich auch der Bundesrat, was die auch noch braucht. Mit einem vollen Saal, wenn das weiter so geht, bin ich zuversichtlich, aber es braucht Riesenanstrengungen. Und wir dürfen nicht träge sein, wir haben zu viel Passive, darum helfen es mit. Merci vielmals, weil schliesslich wie immer entsprechend dem Slogan von SVP aller frei bleiben. Merci. Merci Albert. Ich möchte da noch nachdoppeln. Es ist, ist insofern noch wichtig, darum eben auch den Nationalrat zur Ständeratswahl, weil letztendlich tut die Vereinigte Bundesversammlung den Bundesrat wählen. Und unser Bundesrat ist heute einfach mehrheitlich Mitte links zusammengesetzt. Und ich glaube, wir werden keine bessere Durchsetzung von dem Asylrecht, das an sich nicht so schlecht wäre, haben, wenn nicht der Bundesrat wieder bürgerlich wird.